In meinem letzten Video habe ich ja schon angesprochen, dass durch den Maywing und durch den Egg Incubator wahrscheinlich das Zuchtsystem in Ark revolutioniert wird. Und jetzt wurde im Microsoft Store in der Beschreibung zum Genesis Pass noch was Neues geleakt, was auf jeden Fall nochmal einen ganz neuen Twist mit reinbringen kann. Moin, mein Name ist Nico der Profi. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark, über 100 Tutorials, Guides, Tipps und Tricks. Wenn du darauf Bock hast, lass gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Das ist der Text, der geleakt worden ist im Microsoft Store. Jedes Biom birgt einzigartige Gefahren, aber auch Möglichkeiten, neue Ressourcen und Kreaturen zu erwerben, einschließlich des mächtigen neuen Mutagen, mit dem sie ihre bestehenden Zähmungen weiterentwickeln können. Das heißt, es dreht sich hier gerade um das Mutagen. Es wird eine neue Ressource reinkommen, mit der wir, so wie es hier steht, unsere bestehenden Züchtungen oder Zähmungen weiterentwickeln können. Was heißt das jetzt, beziehungsweise was kann das heißen? Mit dem Maywing und mit dem Incubator bekommen wir schon mal zwei Sachen rein, die die Zucht enorm erleichtern. Zumindest das Ausbrüten und das Aufziehen. Jetzt haben wir noch einen anderen Punkt bei der Zucht, der meiner Meinung nach manchmal ein bisschen nervig sein kann. Mutationen bekommen. Mutationen, für die, die es nicht wissen, benötigt man, um die Bosse überhaupt machen zu können. Ja, mit Mutationen macht man seine Dinos stärker, züchtet sich also extrem starke Dinos bzw. Kreaturen und kann damit dann eben die Bosse machen. Und mit dem Mutagen scheint es so, als könnten wir jetzt gezielt Mutationen triggern. Das heißt, wir haben irgendwie vielleicht eine 100%ige Chance, dass eben eine Mutation rauskommt. Aktuell liegt die bei ca. 3%. Das Thema hatten wir gestern nochmal im Stream, da ist die Zahl auf jeden Fall gefallen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geringe Chance bzw. Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutation geschieht. Und dann muss sie ja auch noch auf dem richtigen Wert passieren. Ne? Also zum Beispiel Leben, Damage oder keine Ahnung was. Und nicht gerade vielleicht mal auf Sauerstoff. Nun ist es so, dass mit dem Mutagen entweder haben wir irgendwie eine 100%ige Chance auf eine Mutation. Oder was auch cool wäre, es ist eine Ressource, die verfüttern wir dann an den jeweiligen Dino und können dann vielleicht bestimmen, wo wir eine Mutation drauf haben wollen, sodass dieser Mutationscounter, den wir ja haben, ne, 0 von 20 auf beiden Seiten Mutter- und Vaterlinie, dass da vielleicht der Wert hochgeht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das vielleicht ein bisschen OP, weil man dann ja einfach so, die Ressource nehmen muss, dann ballert man die da eben entsprechend häufig rein in das Tier, wie häufig man sie haben möchte. Und würde ja einfach einen sehr langen Prozess extrem verkürzen. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass man vielleicht eine 100%ige Wahrscheinlichkeit auf die Mutation hat und dann eben noch schauen muss, naja, welche Mutation ist denn rausgekommen. Das Gute ist ja beim Incubator, dass uns direkt alle Werte angezeigt werden plus die Mutation. Das heißt, wir können es auch direkt sehen. Warum ist das jetzt so eine große Sache? Naja, wir haben ja im Prinzip vier verschiedene Anbieter, / Plattformen für Ark. Also die Switch und Mobile mal rausgenommen, weil die zählen jetzt hier nicht mit. Dafür wird es kein Genesis geben. Wir haben Steam. Wir haben Epic Games, wir haben die Xbox und wir haben die PlayStation. Und davon gibt es drei Plattformen bzw. drei Anbieter, die keine Mods nutzen können. Steam ist die einzige Plattform, die Mods nutzen kann. Und hier ist es ja so, hier gibt es S Plus bzw. Superstructures und da ist ja dieser Mutator schon drin. Das heißt, wenn wir Element benutzen, können wir diesen Mutator benutzen und können dann eben, ja, Mutationen erzwingen sozusagen. Ich glaube, man kann sogar auch das Geschlecht wechseln. Das ist aber, wie gesagt, der angesprochene Punkt. Das können eben nicht alle nutzen. Nicht mal die Epic Games Spieler, denn die können ja auch keine Mods nutzen, obwohl sie auf dem PC sind. Dementsprechend kommen jetzt hier Items ins Spiel, beziehungsweise Ressourcen, die halt für einen Großteil der Spielerbase nochmal dafür sorgen, dass die Zucht extrem einfach wird, beziehungsweise also deutlich, ich will jetzt nicht sagen extrem einfach, sie wird deutlich erleichtert. Und das ist eben eine richtig, richtig coole Sache, weil diese Plattformen nicht mehr benachteiligt dadurch sind, dass sie keine Mods benutzen können. Natürlich kann man jetzt hier wieder das Argument bringen, naja, ich muss ja jetzt erstmal 30 Euro fürs DLC bezahlen, das ist natürlich völlig richtig, finde ich auch nicht gut, aber immerhin kommen sie ins Spiel rein. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Hier auf dem Kanal wird es auf jeden Fall nochmal ein komplettes Video geben, ja, zum Maywing, zum Incubator und zum Mutagen, wie die drei dann zusammenspielen und wie das vielleicht wirklich dann auch die Zucht beeinflussen kann. Und die gute Tier Aurora hat auch schon ein Video dazu gemacht, also zu dem ganzen Thema Mutagen, und sie hat auch nochmal erwähnt, dass auf offiziellen Servern das auch durchaus ein Problem mit der Zucht ist, denn man braucht ja extrem viele Dinos und wenn eben viele Leute züchten, dann ist irgendwann der Server überlastet, weil zu viele Kreaturen rumstehen. Das heißt, die Performance fällt irgendwann ein und es ist nicht mehr ganz so geil zu spielen. Das heißt, sogar für die Steam-Spieler, die auf Official spielen, ist das auch nochmal eine richtig, richtig geile Sache. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.